Ich streik war da im Allgemeinen immer gang und gäbe. Da ist wenig Gehör drum. Weil das war das, was das ganze Ding von der Räterepublik von 1919 ist entstanden, weil sie einen Eisner erschossen haben. Gell? Den Tod von Eisner habe ich mit angesehen. Sie waren dabei, als Eisner erschossen wurde? Ich gehe hin dort rein. München war die erste Stadt, Bayern war ja damals nicht bekannt als ja, katholisch wohl, aber nicht konservativ preußisch. Und so kam es, dass diese Elemente in München weitergehen wollten. Die Revolution sollte nicht stehen bleiben, es sollte nicht sein eine rein bürgerliche, sondern eine soziale Revolution. Wir wollten in erster Linie die Universität davor retten, wie der Landauer uns gesagt hat, ihr müsst da hingehen, denn sonst kommt die Arbeiter und Soldatenrat von München und besetzt die Universität. Ne? Da haben wir gesagt, vom Krieg her machen wir. Ne? Sagt er, jetzt ist er los, hat er gesagt, nimm die Granaten, zieh ihr Gas, ne? Na, wie ist da gekommen? Und runtergefeiert, hinter der Lokomotiv, weil man denkt, da ist gescheiter, wir fahren. Und man hat schon ein Loch reingerissen um, dann sagt er, du alle runterschmeißen, was du willst. Und die haben aber einen richtigen Schwung haben müssen, gell? Die haben noch nicht geschossen, gell? Dann habe ich alles reingefeiert, da, und hat ein paar Waggonen aufgerissen, und auf der Lokomotiv ist dann was frei geworden, gell? Und da sind sie noch raus, ein paar Verwundete hat es schon gegeben. Und der hat noch gleich mit dem MG, an jeden, wo er da erwischen hat können, hat er mit dem MG hinuntergeschossen.